Selbstjustizintervention gestiegen. Blum heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Gut, dann fahren wir doch mal zu denen. Denn wir haben auch Lust auf Action. Wow. Ja, wir müssen hier durch, Leute. Wir können nicht auf euch warten den ganzen Tag. Die Chicago Police sucht nach den Leuten hinter dem heutigen fehlgeschlagenen Datenraub. Ein namentlich nicht genannter Beamter sagte, die Verantwortlichen müssten sich warm anziehen. Okay, wir müssen uns warm anziehen. Ja, dann schauen wir doch mal, dass wir uns warm anziehen können. Dann fahren mal zum nächsten Punkt. Und wir parken hier mal schön ein. Wow. Ja, wir haben es versucht. Wir können nicht parken. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Hey, wie geht's so? Gut, gut. Und selbst? Finden Sie sich zurecht? Na, ich will's doch hoffen. Na, nee, finde ich nicht. Eine 416. Das ist ein Sturmgewehr. Schöner Tag, oder? Kaufen wir doch. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Blum-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner, viele davon mit krimineller Vergangenheit, ist es nicht so? Ja, sie haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Blum-Sprecherin Charlotte Gardner über die Sicherheit des CTOS. Okay. Scheint ja hier so zu sein, als wollten wir uns wirklich aussperren. Das können sie mal vergessen. So, haben wir jetzt eigentlich unseren Outtake? Das gehört dir nicht. Oh yeah, da kommt dann das richtige Lied dazu gleich. Ich hatte dieses Lied bei der letzten Aufnahme schon. Und ich finde dieses Lied einfach so toll. Allgemein mag ich Rise Against, aber ihr wisst ja, Gamer und so. Und dann könnte das etwas problematisch werden. Und jetzt fahren wir doch mal und schauen, dass wir hier irgendwo durchkommen. Oh yeah. Oh, da geht's aber. Wow. Oh, shit. Neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Angriff steckt. So. Nein. So, dann stellen wir mal unseren Wagen hier ab und dann schauen wir doch mal, was hier eigentlich abgeht. So, dann schauen wir doch mal, dass wir Deckung nehmen. Und dann... Ach, gehen wir doch mal auf die andere Seite hier. Was soll's? Ist nicht mein Problem. Okay. Wir müssen jetzt dafür sorgen... Ah, hier ist eine Kamera. Dann lösen wir mal den Alarm aus. Dann kriegen wir nämlich die Personen hier weg. Und können hier den Lift bedienen.
Das ist komisch. So, und wir hacken uns einmal durch den Komplex. Moment, haben die jetzt bemerkt. Okay. Wir müssen die ein bisschen ablenken. Okay. Dann sind wir die nämlich langsam los. Okay. Das war jetzt so nicht geplant. Wir müssen jetzt unbedingt was anderes finden, damit wir die Leute ablenken. Oder halt ausschalten. Wir werden beobachtet. Er ist hier. Leider sind die Typen schlau. Okay. Kann Verstärkung rufen, ja. Das habe ich mir auch schon fast gedacht. Ich habe hier nichts. Ich gehe nach da drüben. Okay, wir müssen jetzt erstmal ein paar Leute in unserem Bereich locken, dass wir hier eine Möglichkeit haben. Fischt mit Dynamit. Oh Scheiße. Ich habe hier nichts. Ich gehe darüber. Vorsicht. Okay, okay, okay. Hier ist einer. Der ist es nicht. Der kann Verstärkung rufen. Das ist ein Problem. Der darf uns nicht bemerken. Alles sauber. Ich gehe da lang. Alles sauber. Ich gehe da lang. Okay. Mhm. Dann versuchen wir uns doch mal ein bisschen so durchzubewegen. So. Ich guck mal woanders nach. Haltet die Augen offen. Ich glaube, wir werden bemerkt, oder? Da könnte noch jemand sein. Surferraum. Zugang. Okay. Das ist komisch. So. Dann hacken wir uns doch mal in den Surferraum. Dann sollten wir den Schlüssel bekommen. Das kriegen wir natürlich hin. So, okay. Dann versuchen wir das doch mal. Und hacken uns da mal rein. Und entriegeln das CTOS. Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Netzwerk. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen Sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Gegner in Verfolgung. Gut. Oh! Dann versuchen wir doch zu flüchten. Weil die haben uns jetzt doch bemerkt. Das war aber so nicht geplant. Okay, jetzt in unser Auto. Bevor die jetzt natürlich auf uns kommen. Ja, wir müssen hier natürlich schnellstmöglich weg. Und das schaffen wir nur, wenn wir... Okay.
So, wir haben einen Skillpunkt erhalten. Oh. Verdammt. Oh, die Aufnahme läuft noch. Wir haben einen... Jetzt schaue ich nur, dass ich mit der Maus richtig bin. Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bring zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja, gut. Schön. Ich mache es. Hey, ich will dich... So, ich will jetzt nur kurz den Fähigkeitenbaum öffnen. Wir haben jetzt einen Fähigkeitspunkt und können damit, glaube ich, nicht viel anfangen. Hergestelltes Fahren. Ah, den brauchen wir. Ja, wie gesagt, ich muss das Spiel nochmal komplett neu starten. Dachte ich zumindest, und jetzt muss ich halt neu skillen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Okay, der beste Fahrer Chicagos. Ja, komm, ey. Das ist jetzt zwar vielleicht ein kaputtes Auto. Vielleicht. Möglicherweise, aber mei. Das schaffen wir schon. In einigen Teilen der Stadt ist der Strom ausgefallen. Die Behörden behaupten, dass das CTOS potenzielle Feuergefahr im Umstandard festgestellt hat. Ohne das CTOS-Netz zu führen, wären die Auswirkungen noch größer. Wenn ihr das glaubt, dann glaubt ihr auch an den großgütigen, allmächtigen. Oh. Ja, toll. Muss natürlich einmal außen rum fahren. Ja, mach mal andersrum. Wir fahren jetzt zu unserem Zielort. Ja, ich habe einen Unfall. Versuchen wir doch da möglichst schnell hinzukommen. So, schlechter Beifahrer. Ha, wir setzen das Auto gegen die Wand. Was ist das?